Wie kann man seinen Immobilienbestand von 0 auf 5 Wohnungen in 3 Monaten skalieren? Bernd Hauser hat genau das getan. Jetzt in Teil 2 des Interviews sprechen wir mit ihm darüber, wie viel Eigenkapital dafür nötig war und ob er das immer mit 100% Finanzierungen hinbekommen hat. Ja, und dann verstehen wir nach und nach, was wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass Bernd nach langem Zögern endlich ins Handeln gekommen ist und wirklich das erste Mal zugeschlagen hat. Und selbstverständlich sprechen wir darüber, wie viel Cashflow aus diesen 5 kleinen Wohnungen am Ende rauskommt. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Herzlich willkommen zurück. Der Bernd freut sich, der ist immer noch da. Bernd, immer noch vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du noch da bist. Ja, gerne. Und nicht weggelaufen in der Zwischenzeit. Wir haben schon von dir jetzt einiges gehört. Du hast 2 Jahre lang ein wenig gehadert, in Immobilien anzulegen, hauptsächlich, weil in Mainz alles zu teuer war. Dann hast du Kaiserslautern gefunden, startest in den letzten Monaten gerade massiv durch. Wir haben von 2 Immobilien gehört, die du aktuell jetzt noch in die Vermietung bringst. Dann bist du hier bei absolut gigantischen Renditen. Zwischendrin hat sich noch deine Meinung über Erbpacht gedreht, weil du da festgestellt hast, okay, da kann man wirklich eigentlich Cashflow mitnehmen. Und jetzt sind wir zeitlich, also wir haben es Mitte September, zeitlich hattest du jetzt für die Wohnung erst letzten Freitag überhaupt Schlüssel bekommen. Genau. Ja, und jetzt geht es noch um 3 weitere Wohnungen, die du in der Zwischenzeit auch gekauft hast. Die noch zugeflogen sind. Die noch zugeflogen sind, genau. Dann lass uns mal angucken. Wir sehen jetzt hier die 3. Wohnung und sie kommen uns erstaunlich bekannt vor. Sie sieht nämlich aus wie die erste. Richtig. Ist das gleiche Haus. Genau. Wie kam es dazu? Ich komme aus einem Termin, ich glaube in Karlsruhe war ich gerade, und setze mich ins Auto, gucke aufs Handy, will mich irgendwie kurz sortieren. Bing, neue Nachricht von ImmoScout. Also ImmoScout, okay. Mach das Ding auf und denke, oh, das Haus kennst du irgendwoher. Steht zwar keine Adresse dran, aber das Haus kennst du mit Sicherheit. Es war von Homeday eingestellt und von denen hatte ich schon ein paar Mal was gehört und dachte, oh, ist doch perfekt, jetzt kannst du mal testen, ob die wirklich so gut sind, wie alle behaupten. Ja. Behaupten alle, die sind gut, ja? Da habe ich jetzt öfters gehört, ja. Ja, ich habe ein Interview gemacht, auch so mit dem Gründer und so, und ich fand das auch ein interessantes Modell grundsätzlich. Wir haben einen ziemlichen, ich sag mal, Shitstorm von Maklern bekommen, dass Homeday niemals den Makler ersetzen. Keine Ahnung. Wollen wir mal sehen, okay, sagen wir es mal so. Alles klar. Habe ich direkt da angerufen aus dem Auto? Und habe gesagt, ja, so und so, ich habe hier eine Wohnung in Kaiserslautern gesehen. Oh, die finde ich jetzt gar nicht. Ja, ist kein Problem, ich kann Ihnen die Straße geben. Ja, hast du ihm gesagt, ich habe gesagt, genau, ich hatte ja die Adresse. Ach, das ist ja super, woher wissen Sie die denn? Ja, ja, das Haus kommt mir bekannt vor. Und dann ging das eben hin und her und dann haben die das weitergegeben. Du rufst dann immer in der Zentrale an und die beauftragen dann halt irgendjemanden. Also gibt es einen Makler vor Ort und der kümmert sich dann darum. Und dann haben die am gleichen Tag noch die Unterlagen zugeschickt. Ich habe das dann noch hier auf dem Handy unterschrieben, auf der Raststätte, und denen zurückgeschickt, dass ich alles Zeug bekomme. Die war angeboten für 33.500. Ja. Also teurer als die erste. Wie viel Quadratmeter? 25 Quadratmeter. Also gleich, im Prinzip gleicher Schnitt. Ja, aber nicht im Dachgeschoss, sondern im, wie nennt man das denn? Es ist ja kein Keller, weil die eine Terrasse haben, aber sagen wir mal im Keller. Ja, also Souterrain hinten raus, ja. Genau, okay, hinten raus halt. So Halbgeschoss, so wie wir hier so. Ja, ja, genau. Ja, und dann habe ich gesagt, na gut, du kennst das Haus, du hast das geprüft, das passt eigentlich alles soweit. Du hast zwar noch nicht den Eigentumsübergang von der ersten Wohnung, aber irgendwie war doch da alles safe, also sagst du jetzt einfach, machst du. Und ich war auch der Erste, der angerufen hatte. Überhaupt. Du sagst, du machst. Also, ja. Okay, du wusstest, wie die Wohnung von innen aussieht irgendwie? Nö. Gar nicht. Gab keine Bilder. Aber ich kannte das Haus, kannte das Klientel und wusste auch genau, wo die Wohnung ist. Und es hat dazu noch einen Außenstellplatz gehört. Okay, die stand leer, die Wohnung? Nee, ist vermietet. Für? Für 180 Euro. Okay, also aktuell für 180 Euro vermietet? Genau, seit mehreren Jahren. Ja. Okay, was jetzt aber ja, also gehört ein Außenstellplatz dazu? Ja, im Kaufpreis. Der ist nicht vermietet, der ist im Kaufpreis drin. Ja. Je nach Klientel, also klar kriegst du ein bisschen Euro für, kommst aber noch immer nicht wahrscheinlich auf die 250 da jetzt irgendwie, nee, oder? Also nee, du hast jetzt ein bisschen über 6%. Du ja, also erklärt, kannst du Parkplatz für 25 bis 30 Euro ungefähr, kann man den vermieten. Okay, dann sagen wir 210, dann bist du bei 7, knapp über 7, aber eigentlich noch nicht bei den 7,5. Richtig, genau. Und dann kann man natürlich dem noch eine Mieterhöhung schön aufproben, weil der schon ein paar Jahre da drin ist und die eigentlich zu günstig ist, die Miete.
Also die Nachbarn nebendran, die zahlen auch alle mindestens 200. Also kann der auch 200 bezahlen. Okay, also dein Plan ist hier, die Miete zu erhöhen. Ja. Auf, also, und da, das begründest du mit ortsüblicher Vergleichsmiete, weil du weißt, wie die Mieten in den Nachbarwohnungen sind. Genau. Gibt es Mietspiegeln offiziell in den Kaiserslautern? Ja, es gibt einen Mietspiegel, aber es gibt da keine Mietpreisbremse oder irgendwas. Okay, aber weißt du, was die offizielle Mietspiegelmiete ist? Dafür weiß ich das gar nicht. Was ist das denn für die kleinen Wohnungen? 7,90 € oder sowas? Zu hoch. Das ist relativ hoch, ja. Also aber nur für kleine. Das Gefälle ist ziemlich krass, ja, wenn die Wohnungen größer werden. Ja. Okay, aber du sagst jetzt, du weißt, es gibt Vergleichswohnungen. Deine These ist, du vermietest sie für 200 €. Ja, aber selbst mit 180 €, also man muss jetzt mal dazu sagen, ne? Ja. Ich bekomme dieses Ding, ich denke, das Haus kennst du irgendwie, du machst es jetzt einfach mal. Versuch das direkt am Telefon zu reservieren. Das ging dann auch ein bisschen zipzap, war das tatsächlich möglich, ohne Besichtigung zu reservieren. Ja. Das war die erste Herausforderung. Die zweite war, der Preis ist eigentlich zu hoch. Ja. Wie kann ich jetzt also nochmal nachverhandeln, obwohl ich schon was reserviert habe zum Preis X? Ah, okay. Genau. Ja. Und da ich aber dann mittlerweile ja die Mankos von dem Haus auch kannte und unter anderem wusste, dass es vor 3 Jahren eine große Sanierung da gab. Es gab Wasser im Keller, die haben alles außenrum ausgekoffert. Hat ziemlich viel Geld gekostet und viele Besitzer hatten das Geld entweder nicht oder haben gesagt, die wollen das irgendwie anders lösen. Dann hat die WEG ein Darlehen aufgenommen. Ja. Und das war noch nicht komplett zurückgezahlt. Ja. Und das habe ich dann als Hebel genutzt, um den Preis nochmal zu verhandeln. Und am Ende sind wir jetzt sogar viel besser gelandet, weil er hat das in einem Schlag abgezahlt, der Verkäufer. Ja. Also der hat seinen Anteil des Darlehens. Anteil, genau. Ja. Und wir sind jetzt bei 31.500. Okay, du hast... Und er hat es abgezahlt. Ja. Okay, du hast aber nur gesagt, ich weiß, da ist irgendwas, was mir Bauchschmerzen macht. Ja, und außerdem... Das ist jetzt nicht ganz die feine englische Art. Du reservierst quasi zum Preis und gehst dann nachverhandeln. Hat funktioniert. Sagen wir mal so, wenn ich direkt mit dem Verkäufer gesprochen hätte, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Ja. Aber so ein Makler ist ja auch ein bisschen Prellbock. Ja. Und fragen kann man ja mal, ne? Okay. Hättest du es für 35 gekauft? Ach, niemals. Nee. Nein? Ja. Nee. Okay. Okay, niemals. Okay, na gut. Jetzt, okay. Sag mal wo? Also 31,5, und du hast gesagt, eigentlich du glaubst 200 kriegst du... Lass mal kurz 180 auf die 31,5 machen, wo wir heute safe sind. 6,9? 6,9. Also du hast jetzt 6,9 gekauft? Genau. Und der Parkplatz ist leer, den kann man auf jeden Fall halt noch vermieten. Okay, aber jetzt kaufst jetzt auch wieder ein bisschen Potenzial, weil wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, aber ein glatter 7% ist für Kaiserslautern jetzt noch nicht der super Traum, ne? Das ist... Nö, also geht schon mehr. Ist okay, aber du willst steigern. Wobei tatsächlich, also die Sicht, was es ist, Situation ist eigentlich egal, wenn ich weiß, ich habe da Dinge, die ich tun kann. Ja. Ne? Genau, nur ist eben, also dass die Miete steigerbar ist, kann ich mir gut vorstellen, wenn du die Vergleichsmieten kennst, aber das ist natürlich auch nicht der Riesensprung. Okay, also glaubst du, das geht auf 200? Plus der Stellplatz, ne? Ja, also habe ich konservativ mit 25 € mal gerechnet. Also 225 oder so. Ja. 200 € plus 25 € für Stellplatz. 8,6. Dann glaubst du, also noch in Klammer quasi, glaubst du, du kommst hier bei 8,6 raus. So. Alles klar. Noch irgendwas, Mietsituation noch? Was ist das für Mieter geprüft? Nee. Der zahlt seit Jahren seine Miete immer pünktlich. Das hast du geprüft. Der Verkäufer hat den nur einmal gesehen, und zwar als er ihm die Wohnung übergeben hat damals. Ja. Und seitdem nichts mehr von ihm gehört. Okay. Das ist total spannend. Also auch der Makler hat versucht, ihn zu erreichen. Ich selber hatte ja auch vorher schon Schlüssel zum Haus, habe versucht, ihn zu erreichen. Der scheint da gar nicht zu wohnen. Die Wohnung scheint leer zu sein. Also da ist zwar Zeug drin und so, aber alle Vorhänge sind zu. Der ist nie da. Die Miete wird bezahlt. Ist alles immer leer, die Miete wird bezahlt. Wenn es eine Nachzahlung von Nebenkosten gibt, wird es innerhalb von 5 Tagen bezahlt. Muss ja nicht mehr Fragen stellen als nötig. Ja. Okay. Es ist also ein bisschen verrückt, aber... Aber das ist oft wieder genau der Mut, den man braucht. Also das ist ja super. Also damit bist du eigentlich safe, aber da wird bestimmt der ein oder andere sagen, ich kaufe das genau deshalb nicht, weil ich da keinen Einblick habe, sozusagen. Okay, aber... Also hat Homday sich auch ziemlich auf die Beine gestellt am Anfang, hat gesagt, das geht nicht, sie können es nicht reservieren und kaufen, ohne dass sie jemals da drin waren. Ja. Warst du mittlerweile drin? Nö. Nee. Weißt nicht, wie es aussieht drin. Keine Ahnung. Also das heißt, das kann sein, du hast da, ich sag jetzt mal, Worst Case 10.000 € Renovierung beim nächsten Mieterwechsel. Never. Er könnte aber. Na, aber was soll da passieren für 10.000 €? Na gut, wenn die ganze Wohnung komplett am Arsch ist. Ja, aber es ist ein mini kleines Bad, eine Pantry-Küche und ansonsten... Ja.
Ja, also vielleicht, ja, wahrscheinlich sind 10.000 vielleicht sogar ein bisschen hoch. Ja. Ne? Ja. Aber okay, sorry, das ist ein super Lernprozess, ne? Also du sitzt hier vollkommen sicher und es ist, glaube ich, aber valide, was du sagst. Nein, das ist, also selbst im Worst Case kostet das einfach nicht so viel Geld, dass mich das jetzt da kaputt macht. Ich meine, was man ganz krass bei dir merkt, ist einfach, dass du Unternehmer bist. Es merkt man einfach, das ist eine andere, das ist einfach eine andere Brille, ne? Ja, das ist einfach, da ist natürlich Risikobereitschaft drin, da ist in allen drei Wohnungen ein Stück Risikobereitschaft drin. Aber davon wird möglicherweise auch eine... Genau, aber nicht alle. Eine vielleicht wird, geht eine. Eine wird flöten, nicht bei 9%, also flöten, glaube ich, also richtig flöten geht da gar nicht, aber da wird eine davon wird kein 9% dauerhaft sein. Eine andere wird wahrscheinlich 10% sein. Und eine kracks vielleicht bei 7 rum, aber das ist natürlich immer noch in Summe ein Haufen Cashflow und in relativ, also in 10, 20, 30 Jahren dann ein echtes Immobilienvermögen. Ja. Mittlerweile habe ich den Verkäufer ja kennengelernt. Mega cooler Typ. Ich glaube, der kommt sogar aus München. Und also super korrekter Typ, der jetzt seit 30 Jahren diese Wohnung hatte, der mir alle Geschichten dazu erzählt hat und wo ich weiß, also das ist einer, auf den kannst du dich verlassen und erzählt mir nicht irgendeinen Schwachsinn. Warum verkaufte er? Weil es super weit weg ist. Also war für ihn halt eine Riesenkurverei immer. Und er sagt, das ist halt schon ein Aufwand und da fragt er sich, ob er den Aufwand jetzt noch treiben will. Was war für ihn Aufwand? Weil der Mieter einfach zahlt und... Ja, aber der hat natürlich in den 30 Jahren schon einige Wechsel dann gehabt in der Wohnung, ne? Und dann mal renoviert und dies und das. Und sagt, er hat einfach keinen Bock mehr drauf. Okay. Ja. Der Bernd ist schon wirklich ein tolles Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man sich auf das Thema Immobilien wirklich fokussiert und sich klar entscheidet. Der Bernd, das hast du mitbekommen, ist übrigens Teil der Immocation Masterclass gewesen, ein Teilnehmer dort. Und die Immocation Masterclass, das ist unser 180-Tage-Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor oder für jeden Immobilieninvestor, der sein nächstes Level erreichen möchte. Und genau jetzt gibt es freie Plätze. Ja, und zwar genau 200 für die Masterclass 2020. Wenn du dabei sein willst, dann geh jetzt auf immocation.de/masterclass und bewirb dich. Die Bewerbungsphase läuft noch ein paar Tage. Wir haben die Kapazität schon ein wenig erhöht. Beim letzten Mal gab es 150 Plätze. Jetzt können wir schon 200, aber das Programm muss begrenzt sein. Das heißt, die Plätze sind auch wirklich begrenzt. Wenn du also dabei sein möchtest, dann bitte bewirb dich jetzt. So, Wohnung Nummer 4 machen wir noch nicht. Es fehlt noch Finanzierung. Richtig, Finanzierung. Ist genauso finanziert wie die erste. 100% auf 10 Jahre, 2,5 Tilgung, 2,2% Zinsen. Gleiche Bank wie oben? Gleiche Bank wie oben, ja. Gerade schon gesagt, ne? Große Fans gewinnst du wahrscheinlich nicht mit 30.000 Euro Finanzierung. Ja. wie viel Eigenkapital hast du denn bisher investiert, wenn wir mal aufaddieren? Also insgesamt für alle 5 sind es 23.000, glaube ich. Insgesamt für alle 5 kann ich also hier schon mal hinschreiben. Kommt raus 23.000 Euro EK für 5 Immobilien. Sauber. Sauber. Alter, also, Wohnung Nummer 4. Wohnung Nummer 4. Sehen wir ein größeres Haus, zweistöckig plus Dach, also dreigeschossig, nebeneinander so 8 Parteien mit so mini kleinen Balkonen dran. Ja. Wie viel hat das Haus insgesamt Parteien? 18 Parteien. Okay. Genau. Wo und wie gefunden? Auf dem Segelboot gefunden. Auf dem Segelboot? Du warst auf dem Segelboot. Ja, ich war auf dem Segelboot, wir waren gerade im Urlaub. Und was denn? Mitte Juli. Ja, waren schön unterwegs mit meiner Frau. Und ich gucke zwischendurch mal so aufs Handy, was eigentlich so los ist. Bing, wieder neue Nachricht von ImmoScout. Angebotspreis 26.500 Euro. 26.500 Euro. Ja, und der Straßenname kam mir sehr bekannt vor, weil da nämlich die anderen beiden Wohnungen aus sind. Das ist direkt gegenüber. Okay, alles klar. 26,5 genau. Kilo. Für wie viel Quadratmeter? Für 21 Quadratmeter. Okay. Genau, da habe ich direkt angerufen bei der Maklerin. Vom Boot. Das war schon ein sehr lustiges Gefühl. Hab gesagt, ja, klingt alles sehr interessant. Ich würde mir die gerne angucken. Ich bin in 3 Tagen wieder daheim und dann können wir direkt einen Termin machen. Den Millionen-Immobilien-Deal vom Boot. Yes. Für 21 Quadratmeter. Sehr schön. Ja, alles klar. Mega kompetente Maklerin, die voll auf Zack war, hat mir direkt alle Unterlagen zugeschickt. Die konnte ich jetzt ja mit ein bisschen Vorübung von den anderen 3 Wohnungen ziemlich schnell dann überschauen. Das hast du vom Boot aus gemacht? Genau, auf ja, selbstverständlich. Handy. Ja. Am Handy, auf der Riesenjacht. Ja, ja. Ist klar. Geht dann, ne? Irgendwie. Geht wirklich, ja. Also so eine Immobilienprüfung auf dem Handy. Ne? Weil das ist ja, du,
das ist ja schon wieder eine Sicherheit, die man am Anfang nicht hat. Also wenn ja. du selbst oder an dich denkst, 2 Jahre zuvor hättest du dir oder 1,5 Jahre zuvor oder 4 Monate vorher, 3, 4 Monate davor, der eine Nacht lang eine ja. Nebenkostenabrechnung durchgeprüft ja. in Vorbereitung der Besichtigung. Ja. Also no way, das wäre gar nicht gegangen vorher. Das ist also so ein ganz dramatischen Punkt. Ja, ja weil ja. ein paar Mal ja. gemacht, es passiert dann doch nichts ja. Wildes. Ja. Man kann ja alles in Ruhe zu Ende prüfen, bevor man zum Notar genau. geht. So. Super. Ja. Ja. Am Ende geht das auf einen Zettel, um eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und dann muss ich in die ja. Detailprüfung. Ne? Ja, im Prinzip war das auch der Grund, warum ich mich dann für kleine Wohnungen entschieden habe. Ja. Weil ich bei Kollegen mitbekommen habe, die haben dann jedes Jahr eine Wohnung gekauft und die Zyklen sind einfach viel zu groß. Ja. Du vergisst bis dahin wieder alles und dann fängst du wieder bei Null an. Und ich wollte diesen Prozess jetzt einfach ein paar Mal durchgehen, damit ich wirklich drin bin. Geil. Maschine. Ja. Aber das kam auch erst nach Wohnung 2, diese Entscheidung. Okay, du warst ja, dein Lebensplan war ja 5 Immobilien. Nein, der war vorher, also als ich die Masterclass angefangen habe, habe ich aufgeschrieben, 1 bis 2 Wohnungen kaufen dieses Jahr und mir überhaupt im Traum vorstellen können, mal ein Mehrfamilienhaus zu besitzen. Okay. Das war's, mehr nicht. Geil. Okay, wir sprechen uns nochmal. Also 21 Quadratmeter für 26.500 Euro vermietet? Nicht vermietet. Leer. Leer, genau. Hatte sehr gute Fotos bekommen vorher, also die mir wirklich vollen Aufschluss gegeben haben darüber. Besichtigung hat 20 Minuten gedauert. Das war super unkompliziert. Zustand? Teppich muss mal raus und mal die Wände neu streichen. Ansonsten alles Paletti. Und das Haus an sich, war da irgendwas Größeres? Haus, die Fassade sieht ein bisschen abgerockt aus, aber ansonsten sehr, sehr gut gepflegt. Also den Hausmeisterservice kenne ich auch, diesen mega auf Zack. Also da passiert was. Das funktioniert alles ordentlich. WEG auch in Ordnung, also hast du die Protokolle dir angeguckt, die haben Rücklagen oder... Ja, war wohl irgendein schlechter Hausverwalter vorher drin, der ist dann aber rausgeflogen, jetzt ist es eine andere Hausverwaltung und halt so die üblichen Dramen, ne? Aber alles okay. Also okay, hast du dich wohl damit gefühlt? Okay. Gut, ja. Was glaubst du, kannst du Miete erzielen? Das wird man pauschal für 200 Euro vermieten können an Studenten oder irgendwas. Okay, planst du also auch studentische Vermietung? Ja, studentisch oder wie bei der ersten, die auch übers Amt zu vermieten, das wäre auch eine Option. Genau, dafür. Ich wollte gerade fragen, weil von der Zielgruppe, das ist ja schon ein großer Unterschied. Das war ja deine Studentenwohnung, war hier die Nummer 2, die war ja von der Lage her deutlich anders. Ja, die ist mega zentral, ja. Die ist zentral an der Uni. Ja. Die ist nicht an der Uni. Das heißt, eventuell übers Amt? Das kann man so nicht sagen, weil in Kaiserslautern ist die Uni nicht mitten in der Stadt. Okay. Die ist im Süden, in so einem Waldgebiet drin. Und im Prinzip ist die Wohnung in einem Stadtteil, die westlich davon auch in einem Waldgebiet ist. Und du kannst mit dem Fahrrad da auch in 10 Minuten rüberfahren. Also da wohnen auch viele Studenten in diesem Haus selbst und auch in den Häusern außenrum. Das wäre also auch denkbar. Also deine These sind 200 Euro? Ja, maximal. Ich habe aber in der Kalkulation, glaube ich, nur 180 Euro mal angesetzt. Okay. Nochmal 180 Euro an. Ja. Ich meine, man muss sich das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 180 Euro safe. Ja. Achso, ein Außenstellplatz ist auch noch dabei. Ah ja, okay. Und wenn du es übers Amt vermietest, sind halt 250 Euro safe. Ja, klar. Es ist schon krass, was für Dimensionen das sind. Also prozentual ausgedrückt bei den kleinen Beträgen ist es schon ein mächtiger Unterschied. Absolut, wir das sind auch Fans. Also, wahnsinnig, das ist wahnsinnig lukrativ, kleine Wohnungen an Mieter vom Amtsbeling. Oder wenn du größere Wohnungen hast, also je nach Kulturkreis auch dann einfach das völlig normal ist, dass dann 3, 4 Leute in einer Wohnung wohnen, wo vielleicht sonst eher 2 oder 3 drin wohnen würden, wo dann auch Riesenbeträge zusammenkommen können. Das kann super lukrativ sein. Ja. Sagst du mal kurz, Stefan, was das ist bei 180 Euro? Ja, kommt jetzt Stellplatz noch oben drauf oder so? Stellplatz ist im Preis schon drin. Also ein 8,2. Das wäre jetzt 8,2%. Genau, aber ich habe faktisch etwas mehr bezahlt. Okay. Denn, also ich war wieder vorbereitet, ne, hatte Finanzierungsbestätigung dabei, ein Kaufangebot dabei und dann habe ich halt gefragt, ja, wie sieht's aus? Wie hast du das gemacht mit der Finanzierungsbestätigung? Ach, das war eine der ersten Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Als allererstes bin ich über einen Finanzierungsvermittler gegangen. Ja. Der hat mir dann so einen Wisch ausgedrückt, wo dann da X drauf stand. Und das fand ich aber irgendwie ein bisschen doof. Hm. Und dann bin ich nochmal zur Bank gegangen. Und die haben mir das gleich. Eine harte Bestätigung. Genau. Oder? Ja, eine harte bist nicht. Kriegen. Ja, da steht ja trotzdem drin, dass sie die Objektprüfung machen müssen. Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es völlig wurscht ist. Ja. Also die Makler und auch die Besitzer, die haben sich über beides gleich gefreut. Das war denn egal. Also vom Vermittler oder von einer Bank. Ich meine, was du effektiv ja signalisierst, ist, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe da mit jemandem gesprochen, der da Ahnung von hat, ne, und ich bin vorbereitet. Genau. Ja, und es ist halt immer ein Vielfaches gewesen von dem, was die Wohnung kostet. Das heißt, für die war das auch gefühlt so, naja, das läuft unter ferner Liefen. Was hattest du drinstehen? Also nur Größe? 250.000. Ja.
Okay, ja. Okay. So, Entschuldigung, was hast du zu sagen? 8,2. Wobei, du hast mehr bezahlt. Ja, genau, 27.500 war der faktische Kaufpreis dann. Warum? Genau. Musstest du hochbieten? Ja. Weil schon Angebote vorlagen, die auch ohne Besichtigung gekauft hätten. Ja. Und ich mir gedacht habe, gut, jetzt kennst du die Ecke hier doch wunderbar und bei der Wohnung wird auch was draus werden und da steckst du vielleicht 500-600 Euro rein und dann kann die direkt vermietet werden. Wo du es gerade gesagt hast, dachte ich, das finde ich ein super positives Indiz auf das ganze Portfolio gesehen, weil wir sind ja jetzt, waren ja nicht dabei, wir hören ja deine Geschichte nur. Und dass da jemand anders tatsächlich auch bietet, heißt ja, dieser Markt ist auch durchaus aktiv. Ne? Also, ja. Ne? Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Bei der zweiten Wohnung, da gab es auch Bieter, die mehr geboten hatten als ich. Ja, ja. Und nur dadurch, dass ich zufälligerweise den Verkäufer getroffen habe, mit dem eine Stunde geschnackt habe, und dass dazu noch eine Erbengemeinschaft war, also noch komplizierte Angelegenheit, hat der gesagt, der Hauser kriegt die Bude. Ja. Das ist schon krass. Wir haben gestern genau das gleiche erlebt, dass uns auch jemand gesagt hat, also es gab auch andere Interessenten, es gab auch andere Gebote, aber weil der Kontakt mit euch so gut war, bekommen sie. Saugeil, ne? Hinterher sind es Menschen, die eine Entscheidung treffen, immer. Es geht nicht um 500 Euro. Absolut, absolut. Kann man nur doppelt unterschreiben. Ja. Okay. Jetzt habe ich die Zahl immer noch nicht aufgeschrieben. 7,9 sind es jetzt mit der neuen. 7,9 sind es jetzt mit, das ist aber also ein absolutes unteres Minimum. Ich gehe mal davon aus, dass du dir hier tatsächlich, also du wirst übers Amt gehen, oder? Wahrscheinlich, ja. Und den Parkplatz habe ich ja auch noch. Der ist da noch gar nicht eingerechnet. Also das ist 10% plus, das Ding. Also machen wir mal 250 könnte sein, vom Amt. Ja. 250 vom Amt sind 10,9. Kann man machen. Könnte man machen, ja. Also hier schreibe ich jetzt mal hin auf 10,9. Also, das kann man hat jetzt auf jeden wahrscheinlich Fall im Video nicht mehr lesen, aber wir fassen gleich nochmal zusammen. Finanziert genauso wie die anderen. Also die klassische Bärenfinanzierung, die klassische was angerufen sagst, alles klar. Genau. Ich nehme wieder die 2,5 Tilgung und die 2,2. Du rennst da jedes Mal zu der Bank und machst einmal das komplette Prozedere mit Unterlagenschlacht und so weiter für 27.000 Euro, oder? Nee. Sondern? Die haben einmal die Bonität geprüft. Ja. Und dann muss, also habe ich hier aus eurem tollen Kalkulationsding da die Bankansicht mir immer ausgedruckt. Das schicke ich denen als PDF mit. Geil. Nochmal zwei Fotos dazu. Und halt die Unterlagen von der Wohnung. Aber die gucken sich hauptsächlich halt die Zahlen da an, ob das alles soweit passt. Super. Und das war's. Okay, weil die einmal gesagt haben, du bist gut für, keine Ahnung was, ein paar hunderttausend Euro. Und wenn du jetzt mit so einem kleinen Kram kommst, dann müssen sie dich jedes Mal wieder angucken, ob du immer noch okay bist, sondern... Ja, aber, das muss man jetzt auch sagen, das geht nur deswegen, weil das alles so schnell getaktet ist. Die Bank ist verpflichtet, alle 3 oder 6 Monate eine neue Bonitätsüberprüfung zu machen. Okay, aber weil du einfach mehrere Wohnungen in 3 Monaten kaufst, klappt das. Ich habe euch ja vorgestern alles geschickt, jetzt ganz ehrlich, müsste ich ja nicht nochmal alles schicken. Ja, das ist aber dasselbe. Das aber ist schon witzig. Mir auch noch eine Sache, die mir auffällt, weil sich vielleicht der eine oder andere auch fragt, 2,2% Zinsen, das ist ja jetzt gar nicht so der Traum oder so. Ja. Ist tatsächlich, was mir immer im Kopf ist, die beste Finanzierung ist die steht. So wie du vorangehst, so viele Dinge und wie du anzündest, streust auch dein Risiko. Ich, wie gesagt, glaube in Summe absolut, dass das läuft für dich. Und wird sich das extrem auszahlen. Und dann ist das scheißegal, ob du 2,2 oder 1,8 oder 1,5 hast, weil du hättest die Deals sonst nicht gemacht. Eben, genau. Du hättest sie gar nicht gemacht. Ja. Also ich hatte versucht, Wohnung 4 und Wohnung 5 zusammen zu finanzieren. Das hat, also bei einer anderen Bank, das hat aber nicht funktioniert, weil die Wohnung 4 bei denen aus der Wertung so weit rausgefallen ist, die haben die alle eingewertet, dass es einfach nicht gepasst hat. Dann hätte ich dann 5.000 Euro Eigenkapital noch dazugeben müssen. Was heißt das? Du kaufst teurer als die Bank die Wohnung sehen? Als diese Bank das sieht, richtig, ja. Okay. Ja. Die Bank sagt, die Wohnung nicht aber aus Kaiserslautern kommt, die sich vor Ort also auch nicht auskennt. Und die, ich meine, klar, das ist ein Stadtteil, der ist jetzt am Kommen. Da sind krasse Villengebiete entstanden. Ganz viele Häuser wurden umgehauen und neu gebaut. Mhm. Und das ist so am Rand davon, was noch so die einfache Ecke ist. Ja, aber wie es immer so ist, es gleicht sich immer irgendwann aus. Ne? Okay, okay. Ja. Aber gut, ich glaub, die auch, das ist schon mutig zu sagen, okay, die Bank schätzt es eigentlich schlechter ein. Ne? Ja, aber ist ja ganz klar. Ich bin ja selber Mainzer. Ja. Ich habe ja Kaiserslautern vorher auch anders eingeschätzt. Also es macht schon Sinn, die Sachen passen schon zusammen. Und ich habe es für mich auch als Ausrufezeichen empfunden, um das dann nochmal genau zu prüfen. Passt das überhaupt alles zusammen? Okay. Du, zeitlich nochmal kurz eingeordnet, wo stehst du jetzt hier gerade?
Das ist ja alles maximal frisch. Ja, das war Mitte Juli dann. Mitte Juli? Und wir waren jetzt vor 1-2 Wochen beim Notar, vor einer Woche, glaube ich. Okay, das heißt, du gehst jetzt in die Vermietung hier auch? Schon genau. Schon irgendwas also, gemacht? Nee, ich habe ja noch gar keine Schlüssel bekommen. Okay, das aber ist jetzt noch im Übergang und dann also geht das aber direkt, das wird in einer Woche renoviert und dann kann das direkt reingehen. Okay, und da, also kann ich nur empfehlen, was ich machen würde, ist einfach schon mal am Amt telefonieren, hast du ja auch ja, bei der anderen Wohnung selbst gemacht, ja. Das ist ja, genau, ja. Die werden sich ja freuen, super. Ja. So sieht das dann übrigens aus auf dem Abschlussevent der Location Masterclass. Schaut mal, wer hier sitzt. Der Bernd. www.immocation.de/masterclass. Wir freuen uns auf eure Bewerbung. 200 Plätze für die Masterclass 2020. So, dann kommen wir zur Wohnung Nummer 5. Genau. Wo hast du die gefunden? Die habe ich bei Wohnung Nummer 4 gefunden. Bei Wohnung Nummer 4? Genau. Ich habe die Maklerin zum Schluss gefragt, was sie denn sonst noch so hat. Nice. Ja. Und dann sagte sie, ach ja, eigentlich macht sie so kleine Buden überhaupt nicht. Das findet sie gar nicht so prickelnd. Klar. Aber Makler sie hat dann noch was auf dem Tisch liegen, was sie noch gar nicht publiziert hat. Ah ja. Okay, super. Sie sagt, okay, wo? Hat sie mir eine Straße gesagt in Kaiserslautern. Habe ich gesagt, was für ein Preis. Hm. Dann hat sie gesagt, 29.000 Euro. Dann habe ich gesagt, dann kaufe ich die jetzt. Okay. Die Straße kanntest du? Die Straße kannte ich, das Haus kannte ich sogar. Ist aber nicht wieder eins von den anderen. Nein. Wie viele Quadratmeter? 21 Quadratmeter, Erdgeschoss. Gibt's super schön gemacht. Gibt es auch größere Wohnungen oder gibt es nur das? Gibt es auch, aber immer wo du hinguckst, findest du halt wieder was, ne? Ja. 29.000. Das ist direkt neben der Fachhochschule. Mhm. Also anderes Ecke der Stadt sozusagen, andere Seite. Komplett neue Fassade, das Haus, mega cool. Und wir sehen das auch hier, das genau. Ist so eine gelbe Fassade. Ja. Ist fünfstöckig. Fünf Stockwerke kommt hin, ja. Wie viele Einheiten ungefähr da drin? 200 ungefähr. Okay, also schon größer. Ja. Also schon größer, ja. Das hatte ich mir schon mal angeguckt. Das hatte ich auch übrigens schon vor 1-2 Jahren schon mal gesehen, dass da Wohnungen verkauft werden, aber zu anderen Preisen. Mhm. Und ich hatte dann mir das damals schon höher. Und jetzt auch noch. Also ich habe noch nie eine Wohnung unter 37.000 da gesehen. Okay. Ja, und deswegen wusste ich dann direkt, gut, passt. Ich hatte mir lustigerweise wirklich 2-3 Wochen vorher eine angeguckt, die auch Erdgeschoss war. Die muss irgendwie 2-3 Wohnungen daneben gelegen haben. Und hatte das Haus komplett geprüft, hatte Nebenkosten geprüft. Also ich wusste alles und konnte also direkt sagen, passt. Die andere war zu teuer, die hast du deshalb nicht gekauft. Die war zu teuer, ja. Und da wollte ich sogar welche im Paket kaufen, aber das, der ist dann irgendwie 500 Euro mir entgegengekommen pro Wohnung. Und ich sagte, ja gut, das passt nicht. Mhm. Und da hatte die Bank auch gesagt, hier überlegen Sie sich das nochmal, das passt irgendwie nicht so zusammen. Mhm. Ja. Ja, dann hat die Maklerin gesagt, immer mal mit der Ruhe, wir wollen jetzt erstmal das erste über die Bühne bringen und dann können wir uns das zweite angucken. Aber das haben wir dann, glaube ich, innerhalb von einer Woche auch geklärt gehabt. Wie bist du damit umgegangen? Weil das ja oft vorkommt, dass ein Makler dann, was uns jetzt auch passiert, dann eher sogar ein bisschen Tempo rausgenommen hat und gesagt, jetzt schauen Sie sich das erstmal in Ruhe an, jetzt warten wir mal, bis Sie auch wirklich alles gesehen haben und so. Ich habe ihr am gleichen Tag noch Sicherheit gegeben. Alles, was wir abgesprochen haben, habe ich erfüllt, habe ihr die Sachen zugeschickt und dann hat sie tatsächlich, also ich habe ihr ein Kaufangebot für Wohnung 5 auch natürlich noch schriftlich dann nachgeschickt, weil dummerweise hatte ich nicht zwei Zettel dabei, sollte ich nächstes Mal tun. Blanko-Kaufangebot ja, genau. Dabei. Man lernt. Und dann hat sie auch direkt den Verkäufer kontaktiert und der hat direkt dem Angebot zugestimmt. Hat gesagt, passt. Wohnung nicht von innen gesehen? Gar nicht gesehen, ja. Zustand, also hinterher dann mal angeschaut, oder? Nee, auch noch nicht. Vermietet? Ist vermietet, ja. Okay. Hab mir aber Fotos schicken lassen dann. Also hat die Maklerin sich darum gekümmert, dass der Mieter dann Fotos gemacht hat. Neues Laminat drin und so, Bad sieht mega gut aus. Also die ist wirklich top in Schuss, die Wohnung. Mhm. Ja. Und Mieter fühlt sich wohl und hat jetzt 3 Jahre studiert, hat noch 2 Jahre vor sich. Also perfekt. Was hat, also du bist ja bei uns in der Masterclass, wir kennen ja nun die Coaches auch perfekt, haben ja von denen auch sehr viel gelernt und sehr viel Input bekommen. Mhm. Also dass da der Basti ein bisschen durchscheint, ist glaube ich klar. Mach jetzt, aber was hast du noch für Input bekommen? Also jetzt sowohl von den Coaches, aber generell, also ich meine, dein Mindset hat sich ja schon auch verändert. In den ja, komplett, Monaten. Auf jeden Fall. Was war das für Input, der dich zu solchen Entscheidungen befähigt? Das ging gar nicht so sehr um die Fachlichkeit. Also hinterher war es eine ganz einfache Sache. Wir haben uns einmal pro Woche mit dem Basti verabredet und haben geskypt.
In unserer kleinen Gruppe. Wir hatten so eine Mastermind-Gruppe mit fünf Leuten. Genau, also für die Zuschauer in der Masterclass gibt es quasi Fünfergrüppchen, die zusammen dann einen Coach haben. Ne? Ja, und das war im Prinzip der ausschlaggebende Punkt, weil ich wusste, jede Woche höre ich die Jungs und ich will jede Woche was abliefern. Geil. Und ich habe tatsächlich ziemlich viel umgestellt in der Zeit. Ich bin voll der Morgenmuffel und fange eigentlich nie vor neun mit irgendwas an. Und ich bin in diesen 3 Monaten komplett jeden Morgen zwischen 6 und 7 aufgestanden und habe 1 Stunde Immobilien gemacht. Geil. Und das hat mich voll nach vorne geschoben. Also es ist saukrass. Ich habe jetzt insgesamt, ich habe so über den Daumen geschmissen, so 300-400 Stunden müssen es gewesen sein, die jetzt in den paar Monaten in das Thema Immobilien reingeflossen sind. Also extrem viel Wissen angeeignet, sich mit Leuten ausgetauscht und Sicherheit gewonnen. Und einfach Antrieb gehabt. Also ich habe auch die größte jemalige Auswirkung in meinem Leben auf meine Produktivität ist genau in dem gleichen Moment passiert. Ich habe mich mal entschlossen, das ist zu Beginn der Selbstständigkeit von uns beiden gewesen, ich stehe zu einer gewissen Uhrzeit auf und dann mache ich die ersten 1-2 Stunden die wichtigste Aufgabe. Das heißt, stimmt, ich war noch vor der Selbstständigkeit sogar, noch im alten Job quasi. Okay, zur Vorbereitung. Und ich wusste, ich mache Progress immer jeden Morgen an einem Thema. Das hat eine große Auswirkung, okay. Das ist mega geil. Ja. Und selbst jetzt, also ich stehe jetzt nicht unbedingt immer um 6 auf, außer heute Morgen, ich musste ja hier runterfahren. Vielen Dank. Aber ansonsten, man gewinnt mehr Zeit. Ich schlafe auch nicht mehr aus am Wochenende, das ist voll krass. Ja. Also es hat sich voll viel geändert und ich bin kein Morgenmuffel mehr. Ich weiß, ich brauche morgens um meine Zeit, nehme ich mir auch. Ja. Da habe ich meine Ruhe, aber dann geht's los mit was auch immer. Das heißt, du hast auch wirklich dieses Thema in den letzten Monaten einfach richtig zeitlich mit Energie versorgt. Ja. Und hast dir ein Umfeld geschaffen, das dich auch noch angetrieben hat. Ich glaube, das ist ja ein Punkt. Du hast nämlich eingangs gesagt, du hast ja dich in einem Freundeskreis erkundigt. Hat irgendjemand Bock, das mit mir zu machen? Und bist irgendwie auf taube Ohren gestoßen. So ging es uns damals auch. Du musstest ja mich erst mal gesagt, du hast gesagt, scheiße Immobilien. Ich habe zumindest ein Ja gesagt. Jetzt sitze ich hier. Aber jetzt, du hast dann ein Umfeld auf einmal gehabt, in dem du jede Woche dich mit Menschen unterhalten hast, für die das Normalste der Welt ist, sich damit zu beschäftigen, wo du das Gefühl hast, ich bin jetzt eigentlich ein Depp, wenn ich hier nichts Neues zu vermelden habe. Das macht ja auch was. Ja. Ne? Also weil du kriegst auf einmal Applaus und Anerkennung und Rückfragen dafür und nicht Skepsis und Probleme aufgelistet. Ne? Ja, und die Zielrichtung war natürlich eine ganz andere. Also es hat wenige Wochen nur gedauert, da war klar, diese 1 bis 2 Wohnungen sind ja wohl ein schlechter Scherz, da muss was ganz anderes her. Und dann auch dieses Vorbild immer, dass der Basti halt gesagt hat, ja gut, ich habe hier 40 Wohnungen aufgebaut und solange ich nur diese Wohnungen hatte, war das auch alles super handelbar. Ich möchte kurz für den Basti bei der aktuell 100 nicht, dass die Leute denken, ja nur 40 Wohnungen. Er hat jetzt 50 dieses Jahr gekauft. Ja, ja. Ja, weil er konsolidiert jetzt, hat er gesagt. Okay, ja. Ja, also das war schon ein guter Antrieb. Ist das jetzt auch nochmal, weil jetzt haben wir da ja viele Ansätze, die wir jetzt auch kennen also wir selbst haben auch ein bisschen anderen, die ganzen Coaches haben teilweise andere Ansätze. Jetzt ist ja schon das ein Ansatz, der schon auch Risiken hat. Also du kaufst da jetzt nicht in einer A- oder B-Stadt, relativ zentrumsnah, sondern schläfst du gut, ist meine Frage. Ja, völlig ohne Probleme. Ja. Also um es mal in eine Größenordnung zu bringen, das alles zusammen hat jetzt 170.000 Euro gekostet. Mhm. Die Wohnung, in der wir wohnen, eine Eigentumswohnung, die wir auch gekauft haben, die kostet mehr als das Doppelte. Mhm. Ja. Also deswegen, das muss ja dann auch irgendwie so ins Gefüge reinpassen. Ja. Okay, lass uns das Vorstellung noch fertig machen, dann sprechen wir, wie es weitergeht. Miete, was ist hier möglich? Die ist leer? Nee, war die vermietet? Nee, ist vermietet. Ist vermietet? Genau, ist vermietet für, ich glaube 180 Euro. Gerade, ja. Es gibt da so ein paar Leute, die das Haus so ein bisschen regieren, also die da ziemlich viele Einheiten haben und die sind Eigentümer. Eigentümer. Und die sind momentan alle bei 195 Euro. Okay, also ist vielleicht noch ein bisschen Luft. Also ist das ein 7,5 im Moment, würde ich mal schätzen? 7,5? 7,4. 7,4, okay. Ja, du musst noch ein bisschen was machen. 7,5 hast du gesagt, ist Untergrenze. Ja. Gut, und die kannst du aber anheben, glaubst du, auf 195. Ja, das geht auf jeden Fall, ja. Ja, und die hatte ich auch, ich hatte ja im Paket die meine Hausbank vorgestellt und über die Wohnung unten, über Nummer 5, hatte ich mit denen auch schon mal vorher gesprochen, als ich eben da in die Verhandlung gegangen bin, in die Besichtigung, weil ich ja was im Paket kaufen wollte. Und die 29.000, da hat sie gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Das passt also extrem gut selbst in die Mainzer Denkweise und die Bewertung rein. Okay, alles klar. Okay. Aber das war dann nicht im Paket, was ja schick gewesen wäre irgendwie?
Na gut, es sind zwei verschiedene Verkäufer. Und das ist jetzt... Also im Finanzierungspaket, meine ich? Ja, es ist im gleichen Modus wie die andere auch, weil sie also, sagen, das sind trotzdem einzelne Dinge. Ja, und die also Bank wieder. Hat da jetzt auch schon gesagt, ah ja, dann werden sie bald vermutlich einen anderen Ansprechpartner bekommen. Ja. Weil bei so vielen Einheiten hört das dann im privaten Bereich einfach langsam auf. Ja, also Level-Upgrade sozusagen. Genau. Ja, sehr schön. Ja. Ja, aber ist cool, weil die schon gleich gesagt haben, dann geht es uns eigentlich darum, wie sind die Mieten im Verhältnis zu den Kaufpreisen. Klar. Und das ist natürlich cool. Was ich interessant finde, ist, also jetzt ist das wahrscheinlich ein Markt, wo man eher noch lohnenswerte Objekte findet als in München oder sowas, ja. mit anderen Renditen. Aber es gab jetzt ein paar Stellen, wo du eigentlich erklärt hast, was dir geholfen hat, war auch wirklich im Markt aktiv zu sein. Du konntest schnell sein, weil du kanntest diese Straße schon. Du warst da zwei Wochen vorher, du kanntest dieses Haus schon. Du hast dann mit der Maklerin vom letzten Deal, also einfach nur aktiv sein und nicht nur zu Hause vorm Schreibtisch sitzen und Immo-Scout durchklicken und sagen, es ist einfach nichts. Ja. Das alleine macht einen Riesenunterschied. Ne? Gerade für den Informatiker in uns sehr, sehr wichtig. Also ich kenne das absolut. Meine Komfortzone hört auch erstmal neben dem Schreibtisch auf. Genau, ja, genau, richtig. So muss das sein. Ja, genau. Aber es ist geil, wenn es dann, und wenn man dann die Bestätigung kriegt, es bringt was, es funktioniert was. Ne? Ja. Ja. Ich habe nach der ersten Wohnung, als ich da mein Angebot abgegeben habe auf dem Parkplatz, und die dann abgezogen sind, dann habe ich gedacht, oh, was hast du getan? Dann bin ich nochmal ums Haus rumgerannt und dann habe ich jeden, den ich da gesehen habe, habe ich gefragt, wie er sich hier fühlt und ob das alles für ihn cool ist und ob er wieder hier hinziehen würde. Und dann hat jeder seine Geschichte erzählt und das war alles total passabel. Da dachte ich, okay, ich muss ja nicht hier hinziehen, aber hey. Geil. Und nicht mal unwahrscheinlich, dass man dabei noch auf eine nächste Immobilie stößt, by the way, wenn man solche Sachen macht. Ja. Gehört Ihnen zufällig was loswerden wollte? Richtig. Lass uns kurz nochmal, du hast gerade gesagt, wie viel Gesamt war das jetzt? 167.000, glaube ich. 167.000 ist jetzt aktuell deine Verschuldung. Genau. Weil du 100% hast, die fängst du jetzt an abzubezahlen, die bezahlen sich von selbst ab. Du hast also mit diesen Immobilien, würde ich sagen, in 30 Jahren 167.000 Euro abbezahlt. Ne? Mhm. Ungefähr bei der Tilgung musst du das hinkommen. Das heißt, ohne dass du jetzt etwas tust, zahlen sich die Wohnungen ab, hast 167.000, die bauen sie jetzt einfach auf über die nächsten 30 Jahre. Also natürlich musst du was tun im Sinne der Verwaltung und da Dinge tun. Ja. aber du ziehst auch noch Cashflow raus. 50 Euro, 130 Euro. Wo wird sich das hier bewegen? Die eine ist jetzt, das kommt drauf an. Ne? Wie du die jetzt also eine hat, glaube ich, 5 Euro Cashflow momentan, wenn man die dann aktuell anpasst. Vermietet sind, also bei aktueller Vermietung. Und die anderen so 40. Ich schreibe irgendwas im Nennen. Das müsste man jetzt aber, dass du pro Wohnung, also 100 Euro ist wahrscheinlich, über 100 Euro ist dann eher der große Glücksfall. Ja, da müsste man schon anders vermieten. Also ich sag mal, du wirst hier 50 Euro pro Wohnung im Schnitt kriegst du auf jeden Fall realisiert, dann hast du 250 Euro Cashflow. Ja, 250 bis 300 Euro, das ist auch drin. Okay, damit rechnest du. Du rechnest also hier mit einem Cashflow von 250 bis 300 Euro. Während sich die Immobilien quasi abbezahlen. Genau. Ja. Ich habe jetzt mal die Rechnung, also das ist das heute. Ne? Also das Wunder passiert, wenn die irgendwann abbezahlt sind. Mhm. Das sind jetzt ungefähr 1300 Euro Miete im Hier und Jetzt. Jetzt klar, mit Inflation steigen die und so, aber dafür Kaufkraftentwertung, wenn wir einfach mal so mal tun, 1300 Euro. Davon wirst du dann irgendwie ein Viertel vielleicht Kosten irgendwann noch haben, wenn du keine Rate an die Bank hast. Ne? Das sind dann ungefähr 1000 Euro Zusatzrente, wenn du so willst. In 25 Jahren. Was, also dafür, dass du jetzt ein paar wenige Monate mal so einen Sprint da drauf gemacht hast, Rentenlücke geschlossen sinngemäß, ist Wahnsinn. Ne? Günstiger als die betriebliche Altersvorsorge allemal. Ja. Allemal. So, jetzt möchte ich aber prognostizieren, was in dir vorgeht. Oh, okay. Und zwar, schieß mal los. Was würde in mir vorgehen? Ich würde an deine Stelle denken, ich habe 3 Monate gebraucht, um 300 Euro Cashflow aufzubauen. Ja. Und die Frage ist, ob ich mit dem ganzen Kleinkram vielleicht das nicht auch hinkriege, viel, viel schneller und in den nächsten 3 Monaten das Dreifache aufbaue und würde dann jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufen. Genau, den Gedanken hatte ich auch, ja. Jetzt aktuell bin ich dabei erstmal ein bisschen zurückgerudert. Okay, okay. Also zum einen, mein Ziel ist jetzt bis Mitte Oktober, die alle zum Laufen zu bringen, dass das eben keine fiktiven Zahlen sind, sondern dass da wirklich was steht. Das glaube ich tatsächlich auch ein sehr guter Aber es macht keinen Sinn, sich jetzt zu überhaspeln mit irgendwas. Ja. Und dann, ich glaube, das musst du erstmal beweisen, das muss man sagen. Eben. Das ist alles noch nicht 100% bewiesen. Ja, das ist ganz wichtig, das muss jetzt auf jeden Fall machen. Und dann denke ich aber bis Ende des Jahres nochmal 5.
Wohnungen sollten schon nochmal. Also du würdest das noch so nochmal weitermachen, sagst, ja, machst nochmal 5 Wohnungen, ja, die du auch zum Laufen kriegst. Ja, aber man muss ja mal überlegen. Also wir denken ja immer so, dass wir uns fortentwickeln müssen in den, ja, Bereichen. Und ich frage mich, ob das so klug ist an der Stelle. Ja. Weil wenn das funktioniert, ja, und das wenig Aufwand ist und, ja, ich hinterher nicht irgendeinen Ärger habe mit irgendeiner Heizung, bla, tralala, ja, weil sich die WEG-Verwaltung drum, ja, kümmert, dann bin ich ja super dankbar. Ja. Was erstmal für das Thema Wohnungen spricht. Ja. Genau, wenn du sagst, ich finde das toll, wenn da eine Verwaltung drauf ist. Also, ne, tatsächlich ein bisschen weniger Gestaltungsmöglichkeiten, aber, ja, auch weniger eigene Verantwortung, weniger eigener Zeiteinsatz. Müssen es so kleinteilige Wohnungen bleiben? Nö, das nicht unbedingt. Also das erstens, Käufe in Paketen sind natürlich super interessant, dass du in einem Gebäude dann gleich irgendwie einen ganzen Flur kaufst oder so. Das macht Sinn, aber das ist dann die Frage, was findest du? Ja. Aber allein jetzt mit den Wohnungen, in denen ich drin bin, da sind schon so viele Anker ausgeschmissen, dass da auf, mhm, jeden Fall noch Wohnungen dazukommen in den gleichen Häusern. Mhm. Und dann ist der Aufwand ja noch mal geringer. Ja. Also das Mehrfamilienhaus ist nicht vom Tisch, aber Freiheit ist mir unheimlich wichtig. Ja. Und ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie mir so eine Bude mit 9, 10 Einheiten da ans Bein binde, dann habe ich erstmal was zu tun. Ja. Ein ganzes Haus mal zu, ja, ja, ja. Nee, total nachvollziehbar. Und das heißt, hier wäre jetzt die Zielrichtung eigentlich, das ein bisschen skalierfähig und effizient, ja, hinzukriegen. Also, ja, zum Beispiel auch gerade die Kontakte zum Amt zu pflegen, gleich, genau, beurteilen zu können, was sind da die Sätze, was, ja, geht wirklich in Miete. Einfach so ein tiefes Verständnis für diese Materie haben, dass du im Markt Potenziale erkennst, die andere eigentlich nicht erkennen. Ja. Ja, und es geht ja auch weiter, es sind ja 1000 Bereiche, ne? Ja. Du kannst überall die gleichen Steckdosen reinbauen, du kannst überall die gleiche Lampe von Ikea reinbauen, du kannst überall die gleiche Tapete verwenden, du kannst überall den gleichen Handwerker einsetzen. Mhm. Also man kann so viele Sachen da standardisieren, das habe ich jetzt bei diesen 5 Dingern schon gemerkt. Das ist halt der Schlüssel. Hast, ne, du schon was gemacht in Richtung Handwerker? Weil bisher habe ich alles selber gemacht. Okay, selbst? Genau, ja, weil, okay, ich das erstmal so fühlen wollte, wie viel Aufwand ist das wirklich, was steckt da dahinter. Ja. Willst du das jetzt angehen, oder? Ja, bin ich jetzt gerade dran. Also, was unternimmst du, um Handwerker zu finden? Ich habe einfach meine Kollegen gefragt, die ich kenne aus Kaiserslautern, und die hatten schon 3 Namen. Okay. Also ganz einfach. Und da wirst du jetzt mit jemandem sprechen und sagen, hey, möchtest du nicht, genau, so ein bisschen strategisch mit mir zusammenarbeiten? Genau. Das ist halt immer so dieses Format ungefähr, dass man Zeitraum auch gleich abspricht, wie das dann ablaufen kann. Ja, ja. Okay, jetzt bist du ja auch im Rahmen der Masterclass noch mittendrin und sowieso, mhm, bei, was sind die nächsten für dich Themen, die du dir aneignen willst? Wo fokussierst du dich drauf, um jetzt besser zu werden? Also Handwerker war gerade eins, ja, was gibt's noch? Ja klar, Einkauf ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe es ja bei der einen Wohnung gemerkt, bei der zweiten, wo wir dann für 800 Euro den Quadratmeter eingekauft haben. Das geht also scheinbar. Mhm. Und da mehr einzutauchen, mehr Kontakte da aufzubauen, das jetzt auch zu pflegen und dran zu bleiben. Weil es sind unheimlich viele Leute, das habe ich jetzt bei den Verkäufern auch schon gemerkt, die wohnen nicht da, die interessiert das eigentlich auch nicht und eigentlich würden sie es auch gerne weghaben. Mhm. Jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn der Makler nicht zu dem hingehen würde und sagen würde, das ist das wert oder das könnten wir dafür bekommen, dann sind denen ihre Preisvorstellungen meistens weit, weit, weit darunter noch. Mhm. Das heißt, wenn man damit ins Gespräch kommt, finde ich jetzt auch nicht unfair, ne? Und man halt fragt, was ist deine Vorstellung, man dann einfach sagt, jo, macht man. Dann hat man auf einmal 30-40% billiger. Ja. Das ist realistisch. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört. Also eher so in die Richtung gehen. Also, und die anderen Sachen halt effizienter gestalten. Also Effizienzen heben, wahrscheinlich, ja, bei Vermietung und Handwerker, noch weiter unter Marktwert oder überhaupt mal, ja, tiefer in den Markt reinkommen, um unter Marktwert kaufen zu können. Ja. Kaufst du die alle privat oder? Ja, alle privat. Okay. Schon ein Steuerkonzept irgendwie dir mal überlegt? Ja, auf dem Papier natürlich. Okay. Also mit vermögensverwaltender GmbH und Holdingstruktur, weil ich eben sowieso eine GmbH habe. Ah, aber für deine Selbstständigkeit. Genau, ja, weil man dann die Gewinne natürlich wesentlich einfacher da transferieren kann. Ja. Aber habe ich auch ganz bewusst jetzt gesagt, mache ich dieses Jahr auf gar keinen Fall, weil ich verhaspel mich sonst in Strukturen und mache wieder hier nichts. Ja. Das bringt nichts. Ja. Oh, guter Punkt. Also es gibt viele Leute, die denken erstmal ein Jahr darüber nach, ob sie eine Vermögensverwaltung GmbH gründen, haben aber leider vergessen, Immobilien zu kaufen. Genau. Genau. Ja, und jetzt muss man ja noch sagen, selbst wenn ich jetzt niemals billiger einkaufen würde als das, was ich jetzt gemacht habe, also sagen wir mal zu normalen Marktpreisen, es funktioniert trotzdem. Mhm. Ja. Und das ist eine mega geile Erkenntnis. Mhm. Ja. Absolut. Ich meine, was natürlich ein fairer Punkt ist, also wenn sich das Zinsniveau ändert, dann hat das sehr wahrscheinlich einen Einfluss auf das Preisniveau und dann kann das sein, dass, ja, die Preise gerade in Standorten, die vielleicht weniger attraktiv sind als München oder Düsseldorf oder so, halt runtergehen. Ja. Und dann hast du halt bei einer 100% Beleihung irgendwann weniger reale Werte als, also zumindest mal zu dem Moment reale Werte, ja, als du an Schulden hast. So, ne? Und das ist halt immer, deshalb
dafür ja eigentlich umso wichtiger, unter Marktwert eins zu kaufen, anstatt einfach nur Rendite im Hier und Jetzt mitzunehmen. Ja. Deshalb perspektivisch wahrscheinlich schon wichtig. Ja, ja, das Gute ist, es ist überall eine Tilgung drauf. Ne? Es ist jetzt nichts mit 1% Tilgung oder sowas. Ja. Das heißt, es wird sich ja allein in 10 Jahren schon was tun. Ja, genau. Aber Zinsänderungsrisiko im Blick halten, also das ist, glaube ich, schon einer der entscheidenden Punkte dann. Ja. Vor allem, wenn du skalierst. Also wenn du das kannst du noch auffangen. 10 kannst du vielleicht auch noch auffangen. Aber je nachdem. Irgendwann hat seine Grenzen. Aber irgendwann bei jedem, glaube ich. Kommt jeder an seine Grenzen, die du nicht mehr auffängst, wenn die Zinsen dramatisch drehen. Also vielleicht auch da tatsächlich bei Finanzierungsstrategie irgendwann mal überlegen, was man da tun kann. Ja, weil mein Zinsänderungsrisiko ist das eine, Nachbesicherung ist das andere. Also wenn jetzt eine Bank zu dir kommt und sagt, sie braucht 50.000 Euro Zusatzsicherheiten, weil am Markt eine Korrektur um 30%, dann sagst du wahrscheinlich, okay, das kriege ich irgendwie hin. Hast du dann irgendwann 800.000 Euro, hast die auch alle auf Marktpreis gekauft. Die sind alle erst 2 Jahre bei dir, du hast noch nicht viel getilgt. Und dann passiert das und dann sagt die Bank, wir brauchen 200.000 Euro. Das ist halt ein Hast du schon mit Alex oder Andreas Finanzierungscoaching gehabt? Ja, hatte ich ziemlich am Anfang. Okay, und da ging es dann wahrscheinlich eher darum, schnell abschlussbereit zu sein? Ja, da ging es vor allen Dingen auch stark um die Frage, gehe ich jetzt über einen Finanzierungsberater oder direkt über die Bank? Klar, und da hatten die dann auch ganz klar gesagt, in meiner Konstellation soll ich auf jeden Fall über die Bank gehen, um da die Kontakte frühzeitig aufzubauen. Ja. Also gerade eben auch, weil ich eine Firma habe und dann sowieso bei der Bank bin und so weiter und so fort. Ja. Okay. Aber das ist glaube ich auch was, wo man dann genau mittelfristig nochmal nachkarren kann, dass du dann Zinsänderungsrisiko anfängst zu managen. Wunderbar. Bernd, extrem beeindruckend. Vielen herzlichen Dank, dass du uns deinen Raketenstart hier einmal erzählt hast. Viel Erfolg, dir jetzt wirklich einzulochen und dann sehen wir uns ja bald schon wieder beim Abschluss. Genau. Ja, cool. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Danke auch. Nochmal kurz zur Erinnerung, die Immocation Masterclass, das ist unser 180-Tage-Ausbildungsprogramm, wenn du den Vermögensaufbau mit Immobilien wirklich erfolgreich umsetzen möchtest. Es gibt genau 200 Plätze für die Masterclass 2020. Wenn du dabei sein möchtest, die Bewerbungsphase ist jetzt für kurze Zeit geöffnet. Klick einfach hier unter dem Video und du gelangst zur Bewerbungsseite.